Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 40, Beschlussempfehlung und Bericht des Unterausschusses Datenschutz zu dem 43. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten, Drucksache 19/2334. Hierzu die Stellungnahme der Landesregierung, Drucksache 19/2272. Ich begrüße unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Ronellenfitsch, sehr herzlich. Und bitte Sie um Ihren Bericht, Herr Ronellenfitsch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Jahresbericht zum Datenschutz ist so prickelnd wie abgestandenes Cola, weil er einen Zeitraum betrifft, der im politischen Alltagsgeschäft längst Vergangenheit ist. Das heißt nicht, dass das Jahr 2014 datenschutzrechtlich wenig spannend gewesen wäre. Trotzdem laufe ich Gefahr, Sie zu langweilen. Um die Jahresberichte nicht zu Dokumenten der Erinnerungskultur werden zu lassen, rege ich an, die mündlichen Jahresberichte 2015 und 2016 zu verbinden. Heute geht es nur um die Ereignisse von 2014, deren Tragweite vielfach erst deutlich wird, wenn man die weitere Entwicklung mit berücksichtigt. Dann droht immer noch Langeweile. Ich will daher der Übung treu bleiben, meine Jahresberichte mit unüblichen Assoziationen aufzulockern. Man könnte mir vorwerfen, angesichts des Klimawandels, der Eurokrise, der Flüchtlingsströme und der Terrorangriffe mit lockeren Sprüchen dem Ernst der Lage nicht gerecht zu werden. Ja, man verhindert aber die Krisenbewältigung. Mögen mir meine Plenarberichte zum Datenschutz den Ruf eines Komikers eintragen. Ich kann damit leben. Ich nehme das in Kauf. Und mehr noch, ich werde mich heute gleich an den Comics orientieren. Comics sind nicht nur komisch gemeint, sondern verfolgen als klar grafische Literatur ernste Anliegen. Entsprechend bezwicken meine Tätigkeitsberichte ernsthaft, um Verständnis für die Belange des Datenschutzes zu werben. Comics bezeichneten ursprünglich einzelne Witzzeichnungen. Zu Comicstrips wurden sie, als man mehrere Bilder zur Handlungsfolge verknüpfte. Das war bei der 1897 als Sonntagsbeilage des New Yorker Journal erschienenen, von Max und Moritz inspirierten Reihe »The Katzenjammer Kids« – ich nehme an, Sie kennen das alle – der Fall, mit der wir Deutsche lächerlich gemacht wurden und immer noch gemacht werden. Als lächerlich betrachten die Amerikaner die rigiden deutschen Datenschutzvorstellungen. Mit der EU glaubte man, leichteres Spiel zu haben, hatte doch die Kommission eine Erklärung abgegeben, wonach die USA als sicherer Hafen für personenbezogene Daten von Europa gilt. Auf eine nähere Prüfung glaubte man verzichten zu können. Der NSA-Skandal, dessen Dimension 2014 offenbar wurde, belehrte uns eines Besseren. Er war letztlich dafür verantwortlich, dass der Europäische Gerichtshof im Oktober 2015 das Safe Harbor-Abkommen für ungültig erklärte. Mit der Safe Harbor-Story in Superman Heft 222 hat das zwar nichts zu tun. Die Nachfolgeregelung zu Safe Harbor, die Privacy Shield Erklärung, hat uns aber den Ombudsmann beschert, der in eine Reihe mit den Superhelden Superman, Batman und Spider-Man gestellt werden könnte, gewissermaßen als Ombudsman. Gegenwärtig regiert aber ein neuer Captain America, der mit einem Shield kämpft, der im Interesse der USA als Verteidigungs- und Angriffswaffe eingesetzt werden kann, nach dem Motto America First. Es ist kaum zu erwarten, dass in den USA ein einflussreicher Ombudsmann zugunsten des Datenschutzes von Europäern installiert und akzeptiert wird. Eher steht zu befürchten, dass der Ombudsmann wie Superman auf den Planeten Krypton zurückbeordert wird. Gegenwärtig tut sich in den USA selbst Superhelden mit Bleiberechten relativ schwer. 2014 und 2015 stand der Datenschutz im Zeichen Europas. Alles beherrschendes Thema war die Datenschutzgrundverordnung. Nach 2014, nachdem die Verhandlungen in Stocken geraten waren, gelang im Folgejahr der Durchbruch. Ende 2015 einigten sich Rat, Parlament und Kommission auf die Fassung, die am 25. Mai 2018 Gültigkeit erlangen wird. Zähen Verhandlungen ist es gelungen, die vor allem von Hessen betonten mitgliedstaatlichen Vorbehalte zur Geltung zu bringen und eine Reihe von Öffnungsklauseln durchzusetzen.
Der Preis, den wir dafür zu zahlen haben, ist eine immense Mehrarbeit der Aufsichtsbehörden. Und auch Sie, meine Damen und Herren, werden noch in dieser Legislaturperiode gesetzgeberisch intensiv gefordert. Die nationalen Regelungen müssen unsere föderalistische Ordnung widerspiegeln. Wir können und dürfen nicht alles dem Bund überlassen, dessen Kompetenzhunger in pathologische Fresssucht umzuschlagen droht. Die Europäer haben uns selbst entscheiden lassen, wer uns in Brüssel vertritt. Das nicht ohne Hintergedanken. Offenbar vertraut man auf das im Asterix und die Goten beschriebene Verhaltensmuster der deutschen Selbstblockade. Die Vertretung Deutschlands im Europäischen Datenschutzausschuss durch zwei Vertreter mit zusammen einer Stimme kann bei Uneinigkeit des Bundes- und Ländervertreters sich dahingehend auswirken, dass Deutschland überhaupt nicht vertreten ist. Das begründet nicht automatisch die Zuständigkeit des Bundes. Vielmehr muss der Schwerpunkt der innerstaatlichen Zuständigkeit den Ausschlag geben. Dieser liegt auch beim Vollzug von Unionsrecht bei den Ländern und nirgendwo sonst. Auf nationaler Ebene unterscheidet der Tätigkeitsbericht den öffentlichen und privaten Bereich, die sich wie im Gesundheitswesen oft nicht trennen lassen. Hier war sorgloser Umgang mit und Verlust von Patientenakten in staatlichen Kliniken oder privaten Praxen häufiger, als dies die Landesregierung bewusst zur Kenntnis genommen hat. In Comics ist der Datenschutz im Gesundheitswesen selten aufgegriffen, verbreiteter sind hier Cartoons und Karikaturen. Der Datenschutz im öffentlichen Bereich betraf schon 2013 den Einsatz von Bodycams bei der Polizei. Auch er ist eher Gegenstand von Karikaturen, vorwiegend in den USA. Daraus wird deutlich, dass dort die Bodycams aus Misstrauen gegenüber der Polizei, deren Verhalten dokumentiert werden sollte, entwickelt wurden, während bei uns der Missbrauch der durch die Bodycams gewonnenen Daten durch die Polizei befürchtet wurde. Das Risiko des Missbrauchs tendiert unter den hessischen Rahmenbedingungen gegen null. Solche Rahmenbedingungen mussten vom Gesetzgeber für das Pre-Recording erst noch geschaffen werden. Das ist unter meiner Einbeziehung geschehen, sodass wir solidarisch gespannt sein dürfen, ob die Regelungen vor den Gerichten Bestand haben werden. Für die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung sind Comics bisweilen hilfreich. Die Prinz-Eisenherz-Comics begründeten eine Frisur, die nicht nur zeitweilig unsere Bundeskanzlerin zierte, sondern die zur Tätererkennung bei Fahndungsmaßnahmen verwendet wurde. Prinz-Eisenherz-Frisurträger, sogenannter Breifrit, als datenschutzrechtlich besondere Kategorie, die Einzelheiten sind noch rechtlich umstritten. Damit ist zugleich der kontroverse Komplex der Videoüberwachung angesprochen. Die Videoüberwachung ist in US-Comics eine Selbstverständlichkeit. Ob dort wie bei uns wenigstens die Überwachung eines Kehrplatzes oder die Verwendung von Wildkameras problematisch wäre, ist fraglich. Comics, die im Wald spielen, sind wenig aufschlussreich. Tarzan erschien schon 1929, da gab es noch keine Videokameras. Noch heute dürfen im afrikanischen Dschungel Videokameras selten sein. Tarzan alias Lord Greystoke, der nach einem kurzen Intermezzo in Großbritannien seine Form des Brexit vollzog und aus der Zivilisation floh, kann als Vorbild für Digitalisierungsskeptiker dienen. Die Digitalisierungsdebatte wurde im Berichtszeitraum mit ähnlichen Argumenten geführt wie die Debatte über die smarten Alltagsgegenstände. Der wohl überwiegende Teil der Menschheit möchte auf smarte Alltagsgegenstände, die uns das Leben leichter machen und Defizite unserer Sinnesorgane kompensieren können, nicht verzichten. Aber smart ist nicht gleich klug, sondern hat bei uns auch einen negativen Beigeschmack. Schweinchen schlau in der Mickey Maus ist ein unsympathischer Besserwisser. Smarte Geräte bringen oft zum Ausdruck, dass wir dumm sind und haben die Tendenz, uns zu bevormunden. Denken Sie an ein Navigationssystem, wenn Sie sich verfahren haben. Demgegenüber muss uns die autonome Entscheidung über die Nutzung solcher Geräte verbleiben. Datenschutzrechtlich ist das Gegenstück zu einer derartigen Handlungsautonomie die Datenhoheit oder Datensouveränität als Ausfluss eines umfassenden Persönlichkeitsrechts, das in früheren Epochen in Deutschland als wohlerworbenes Recht galt. Damals unterschied man, wie heute im Urheberrecht, Persönlichkeits- und Verwertungsrechte. Auf Letztere müssen wir im modernen globalen Datenschutzrecht den Akzent legen, um auch von wirtschaftsfixierten Personen verstanden zu werden. Dies in einer Zeit, in der Staatsoberhäupter den Namen von Comicenten tragen,
bei denen man allerdings Donald mit Scrooge McDuck oder Onkel Dagobert für deutsche Mickey Maus-Kenner durcheinandergebracht hat. Scrooge McDuck charakterisiert sich selbst tougher than the toughest and smarter than the smartest. Das ist alles geklaut. Ich hoffe, dass sich auf Dauer die abwägende Klugheit gegen die nur erfolgsorientierte Smartheit durchsetzt. Selbst wenn Privacy in den USA künftig zurückgeschraubt werden sollte, selbst wenn sich die Vorstellung von Privacy Shield als Trugbild erweisen sollten, lassen uns die Comics jedenfalls einen Trost, nämlich dass selbst Lucky Luke am Ende jeder Episode im Abendrot verschwindet. Das will ich ihm jetzt gleich tun und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für Ihren Bericht, Herr Ronellen-Fitsch. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen vorliegen. Als erstes spricht Kollege Holschuh für die SPD-Fraktion. Dankeschön, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede gleich den Dank unserer Fraktion an den hessischen Datenschutzbeauftragten und seine Behörde voranstellen. Es war wie immer ein Genuss, Ihrem Vortrag zuzuhören. Wir haben in den letzten Jahren von James Bond über Klassiker der Musikgeschichte bis heute zu den Comics Ihre Berichte immer mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Herzlichen Dank, dass Sie uns so gut beraten. Ja, meine Damen und Herren, der 43. Tätigkeitsbericht liefert uns auch dieses Mal wieder einen hervorragenden Überblick über alle Themen rund um den Datenschutz. Er liefert uns kompetent und übersichtlich einen Stand der Rechtsprechung des europäischen, des Bundes und ja natürlich auch des Landesrechts. Eine der wichtigsten Entwicklungen ist die der Neufassung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die mittlerweile bereits beschlossen ist und bis 2018 umgesetzt werden muss. Bereits die vorangegangenen Berichte haben uns immer gut informiert und die schwierigen Zusammenhänge in der Erarbeitung der Verordnung aufgezeigt. Ich würde das gerne auch aktuell diskutieren, aber wir beraten heute, Herr Prof. Ronellen-Fitsch, Sie sind darauf eingegangen, einen Tätigkeitsbericht, der sich auf dem Jahre 2014 bezieht. Der Datenschutzbeauftragte hat den Bericht im ersten Halbjahr 2015 vorgelegt, also das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Stellungnahme der Landesregierung hat über 15 Monate benötigt, sodass wir heute einen zwei Jahre alten Bericht diskutieren. Meine Damen und Herren, das sind Zeiträume, die im Zusammenhang mit der digitalen Welt nicht akzeptabel sind. Wir müssen in Zukunft die Möglichkeit haben, zeitnah über den Bericht zu diskutieren. Die Beobachtungen, die Bewertungen, die Anfragen sind nach so einem langen Zeitraum eben nicht mehr aktuell. Wir können dann nur noch die eventuell ergriffenen oder eher die vielleicht auch nicht ergriffenen Maßnahmen aufrufen. Man muss sich das einmal vorstellen. Im Ausschuss berichtet der Datenschutzbeauftragte aktuell über die Umsetzung der Maßnahmen aus der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und danach reden wir über einen Bericht mit dem Stand des Jahres 2014 und bewerten die Beratungen, die schon lange abgeschlossen sind. So können wir in Zukunft mit dem Thema Datenschutz nicht umgehen, meine Damen und Herren. Gerade die Regierungsfraktionen beteuern immer wieder, wie wichtig ihnen das Thema Datenschutz ist und wie gut wir in Hessen aufgestellt sind. Der Datenschutzbeauftragte hat, wie bereits erwähnt, immer wieder in seinen Berichten darauf hingewiesen, wie umfänglich die künftigen Arbeitszuwächse bei der Aufsichtsbehörde sich darstellen, auch heute in seinem Beitrag wieder. Die Überwachung und Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung, Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung von Unternehmen zu datenschutzrechtlichen Pflichten, Klassifizierung von Datenverarbeitungsprozessen mit oder ohne zwingenden Datenschutzfolgenabschätzung, Genehmigung von Standardvertragsklauseln für Datentransfer ins EU-Ausland. Und nicht zuletzt eine der wichtigsten Neuregelungen ist z. B. die wechselnde Zuständigkeit von unterschiedlichen Aufsichtsbehörden. Dies ist in der Praxis ein erhebliches Problem. So ist es derzeit so, dass dasselbe Unternehmen hinsichtlich datenschutzrechtlicher Fragestellungen der Aufsicht von gleich mehreren Behörden unterliegen kann. Dies insbesondere dann, wenn ein Unternehmen in mehreren europäischen Ländern tätig ist.
Der europäische Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung das sogenannte One-Stop-Shop-Prinzip verankert. Dies sieht vor, dass in der Regel die Aufsichtsbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich der Sitz oder Hauptsitz eines Unternehmens liegt, für das Unternehmen auch zuständig ist. Meine Damen und Herren, ein enormer Zuwachs der Zuständigkeiten bei der Aufsichtsbehörde, dies ist und war uns allen im Ausschuss klar und wurde durch die kontinuierlichen Berichte, auch des heute in Rede stehenden 43. Tätigkeitsberichts des Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen, deutlich. Unserer Fraktion war deshalb auch klar, und Prof. Ronellenfitsch hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung mehr Personal erforderlich ist. Alle Fraktionen haben immer die Wichtigkeit der Aufsichtsbehörde und die gute Arbeit des Datenschutzbeauftragten gerade im Hinblick auf die Vertretung unserer Interessen bei der Verhandlung um die Europäische Datenschutzgrundverordnung herausgehoben. Aber für die Regierungsfraktionen gilt scheinbar wie in vielen anderen Bereichen auch, nur Sonntagsreden, keine Substanz. CDU und GRÜNE haben sich gegen die moderaten Forderungen nach 4 neuen Stellen für die beschriebene Mehrbelastungen gestellt. Mir fielen jetzt auch viele Assoziationen aus dem Bereich des Comics auf, was sich in der letzten Ausschusssitzung abgespielt hat. Aber, und das soll in Anlehnung an Ihren Bericht, Herr Prof. Ronellenfitsch, der einzige Ausflug sein. Herr Kaufmann kam mir eher vor wie ein HB-Menschen und nicht wie ein Superheld in dieser Zusammenhang. Wir konnten wenigstens noch 3 Stellen nach längerer Diskussion von den 4 Stellen retten. Und, obwohl das immer wieder betont wurde, wie wichtig und wie umfangreich die künftigen Arbeiten sind, war das das, was übrig geblieben ist. Und nach einer großen Diskussion und fast einer Sprachunfähigkeit der Kollegen aus der CDU dazu haben wir dann wenigstens noch diese 3 Stellen hinüber retten können. Also lassen Sie den Datenschutzbeauftragten in Hessen auf dem guten Niveau und unterstützen Sie die Leistungen, damit auch in Zukunft die Arbeit fundiert, umfassend und kompetent weitergehen kann. Meine Damen und Herren, 2, 3 Schwerpunkte aus dem Bericht möchte ich aber auch trotzdem 2014 auch nach der langen Zeit noch aufgreifen. Das Thema Videoüberwachung ist nach wie vor für den Datenschutz ein sehr schwieriger Bereich. Die Überwachung der im Einsatz befindlichen Systeme bei Kommunen stellt sich nach diesem Bericht problematisch dar. Weder die Dokumentation der 2-jährigen Überprüfung, ob die Anlage nach § 14 Absatz 4 HSOG noch begründet ist, noch die Kennzeichnung der überwachten Bereiche und auch die Überprüfung, ob nach Updates die festgelegten Ausblendungen vorhanden sind, werden ausreichend berücksichtigt. 3 von 14 Kommunen haben bei der neuerlichen Bewertung der Notwendigkeit der Anlage die Polizei oder das Ordnungsamt hinzugezogen. Manche Kommunen reagieren noch nicht einmal auf das Anschreiben des Datenschutzbeauftragten. Das zeigt, dass der gesetzeskonforme Umgang der gerade im Moment wieder sehr vehement geforderten Ausweitung der Videoüberwachung noch sehr, sehr zu wünschen übrig lässt. Da ist noch viel Arbeit bei den Verantwortlichen notwendig, um das Bewusstsein und den Umgang mit der Technik auch datenschutzrechtlich richtig einzusetzen. Der private Bereich, meine Damen und Herren, der Videoüberwachung ist, glaube ich, noch schwieriger zu überwachen und zu kontrollieren. Jede Privatperson kauft sich mittlerweile im Baumarkt eine Kamera. Jeder Jäger überwacht seine mit Wildkameras die Fütterung. Jedes Geschäft filmt seine Kunden. Die Einsatzbereiche sind vielfältig. Das Gefühl oder das Wissen rund um den Datenschutz spärlich bzw. nach meinem Eindruck überhaupt nicht vorhanden. Der Bericht, so interpretiere ich Ihre Fallbeispiele, zeigt dies auch sehr eindrucksvoll. Ich teile dabei alle die von Ihnen gemachten Einschätzungen zum Umgang und danke für die konsequente Verfolgung der gemeldeten Fälle. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf ein Problem eingehen, das mich besonders in dem Bericht erschüttert hat. Ich danke auch hier für die umfassende Darstellung der Probleme. Das war der Umgang mit Patientenakten bei Schließung von Kliniken und insbesondere bei Insolvenz. Die Bürgerinnen und Bürger, Kollege Holschuh, Sie müssen das etwas zusammenfassen. Das fasse ich auch zusammen. Sehr gerne, Frau Präsidentin, das fasse ich zusammen. Aber was uns da in diesem Bereich aufgezeigt wurde, wie mit den Akten umgegangen wird, wenn ein Krankenhaus geschlossen wird bzw. wenn ein Krankenhaus der Insolvenz zugefallen ist, es war erschreckend. Die Bilder, die Sie uns gezeigt haben, und auch die Abhandlungen waren wirklich erschreckend. Ich glaube aber, Sie haben richtig gehandelt, dass Sie mit den Verantwortlichen gemeinsam einen Plan erarbeitet haben, wie da in Zukunft mit umzugehen ist. Auch dafür meinen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, der
Bericht ist eine gute. Kollege Holschuh, bitte letzter Satz. Ja, das ist der letzte Satz. Dieser Bericht liefert einen guten Überblick über den Datenschutz in Hessen. Deshalb danke ich noch einmal ganz herzlich Prof. Ronellenbütsch und wünsche mir, dass es der Landesregierung gelingt, dass wir den nächsten Bericht nicht erst wieder in 2 Jahren Verzug diskutieren. Danke schön, Herr Prof. Ronellenbütsch. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Prof. Ronellenbütsch, als Erstes auch von mir und von meiner Fraktion ein ganz großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Datenschutzbehörde und ganz zuvorderst natürlich an Sie, Herr Prof. Ronellenbütsch. Zum Zweiten kann ich da ansetzen, wo mein Vorredner aufgehört hat. Wir sind viel zu langsam. Beraten jetzt 2017 einen Bericht über die Datenschutzlage im Jahre 2014. 3 Jahre Technologieentwicklung sind aber im digitalen Zeitalter mit einer erneuten digitalen Revolution vergleichbar. 2014, da reden wir über das Zeitalter des iPhone 5, um das mal gerätehistorisch einzuordnen. Wir reden über den 43. Bericht des Datenschutzbeauftragten. Der 44. liegt schon lange vor. Der 45. ist in Druck. Und dass wir so langsam sind, liegt nicht an Ihnen, dem Datenschutzbeauftragten, sondern an der Bearbeitungszeit durch die Landesregierung. Hier müssen Sie, die Landesregierung, deutlich besser und schneller werden. Wir müssen heute beim Thema Datenschutz also weniger über die Situation vor einer oder zwei Gerätegenerationen 2014, sondern vielmehr über aktuelle Bedrohungen reden. Drohende Cyberangriffe auf anstehende Parlamentswahlen zum Beispiel oder eben neue Geräte technisch mögliche Eingriffe in unsere Privatsphäre durch Smart Home. Was alles immer nicht smart ist, hat Herr Ronellenbütsch uns noch einmal deutlich gemacht. Wir müssen über das Internet der Dinge reden, das in unsere Wohnzimmer einzieht. Zu letzterem möchte ich in gebotener Kürze ein paar Anmerkungen machen. Viele dieser Geräte im Smart Home sind schlecht gesichert, haben Schwachstellen, weil sie billig produziert werden, und sie sind ein Einfallstor für Fremde, Spione und Hacker. Nutzer und Hersteller kümmern sich kaum um das Problem, und auch wir hinken hinterher. Dabei wird das Problem nicht kleiner, sondern in einer dramatischen Geschwindigkeit größer. Das Internet der Dinge erobert die Welt. Bis 2020 gibt es Prognosen zufolge mehr als 20 Milliarden vernetzte Geräte. Jeden Tag kommen 5,5 Millionen hinzu. Jedes vernetzte Gerät kann aber nicht nur eine Wanze, sondern auch eine Waffe sein. Wir haben in diesem Haus schon darüber debattiert. In sogenannten DDoS-Attacken übernehmen Hacker Zehntausende von den Geräten, um damit Webseiten oder größere Teile des Internets lahmzulegen, wie im Herbst 2016 gleich mehrfach geschehen. Das Internet der Dinge wächst also offensichtlich schneller als seine Sicherheit. Und es wächst den Menschen über den Kopf. Ein großer Teil der Webcams, Drucker, Router usw. ist unsicher. Deswegen sind solche öffentlichen Debatten wie auch diese hier so wichtig, weil, wie die Süddeutsche Zeitung letzten Herbst so prägnant formulierte, das Internet der Dinge ist unsicher. Doch im Vergleich zum Straßenverkehr, schreibt die SZ, auch dort im Straßenverkehr mussten wir erst lernen, dass man Säuglinge nicht unangeschnallt auf den Rücksitz legt. Also müssen wir jetzt einen vergleichbaren Lernprozess im Umgang mit dem Internet der Dinge anstoßen. Wie die Lösung aussehen wird, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass wir eine solche Debatte nicht im Sinne einer Historikerdebatte über das Jahr 2014 führen dürfen, sondern wir sie heute führen müssen. Und ich weiß, dass Menschen, die wissen, welche Lösungen wir gehen müssen, dass diese Menschen bereits leben, nämlich die Generation unserer Kinder und Kindeskinder,
Sie wird Anwendungen für das Internet der Dinge und andere digitale Systeme erfinden, die wie Sicherheitsgurte im Auto funktionieren werden. Wir können sie heute schon fragen oder als Politik zumindest dabei unterstützen, diese Lösungen zu finden. Wir in der Politik dürfen den Kampf für Sicherheit im digitalen Raum nicht auf die nächste Generation vertagen. Wir müssen diesen Kampf für Sicherheit im digitalen Raum auch politisch heute Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört, immer wieder darauf zu dringen, dass demokratische Grundrechte auch im digitalen Raum ihre Gültigkeit behalten. Das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, das Briefgeheimnis und die Privatsphäre. Und bei aller Verantwortung für unsere eigenen Daten, und da liegt, wie wir alle mehrfach dargestellt haben, da liegt vieles im Argen bei der Verantwortung für unsere eigenen Daten. Aber wir müssen auch immer wieder auf die Verantwortung von Herstellern und Betreibern der Geräte hinweisen, ihre Geräte gegen Missbrauch, der eigentlich aus Herstellersicht durchaus gewünschter Gebrauch sein mag, aber der aus rechtsstaatlicher Sicht Missbrauch ist, gegen diesen Missbrauch muss gesichert werden. Meine Damen und Herren, auch wir als Politik müssen überlegen, was wir zur Strukturierung beitragen können, z.B. mit einem anerkannten Prüfsiegel, das Unternehmen mit sicheren Produkten und regelmäßigen Updates auszeichnen könnte, die dann damit werben können. Das sollte auch jene Unternehmen sensibilisieren, die ursprünglich nicht aus der Tech-Branche kommen und heute aber vernetzte Geräte anbieten, etwa Produzenten von Haushaltsgeräten oder Fernsehern. Lange Zeit mussten diese Hersteller nur sicherstellen, dass diese Geräte dem Kunden wie in einem Comic nicht nur um die Ohren fliegen. Heute tragen sie darüber hinaus eine Mitverantwortung dafür, dass das Internet, dass das digitale Zeitalter weiter funktioniert. Wir als Politik müssen dort Rahmenbedingungen schaffen, dass das machbar wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Als Nächster spricht Kollege Heinz für die Fraktion der CDU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst darf ich Ihnen im Namen der CDU-Fraktion, lieber Herr Prof. Rinellenfitsch, danken für die engagierte Arbeit von Ihnen und Ihrem gesamten Team und auch selbstverständlich für die Vorlage des 43. Tätigkeitsberichts, zu dem wir heute unsere Aussprache aushalten. Der Datenschutzbericht und der Datenschutzausschuss ist normal ein Punkt, in dem das im Parlament große Einigkeit herrscht, wo wir gemeinsam die hessischen Interessen vertreten im Bund und auch in Europa. Ich wünsche mir, dass das im Unterausschuss Datenschutz auch in Zukunft so bleibt. Deshalb appelliere ich auch an den Kollegen, dass wir vielleicht unnötige Schärfe, wo sie nicht angebracht sind, bei diesem Punkt ein Stück weit hinten anstellen. Es hat ja ebenso den Eindruck, als würden wir uns hier mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigen. Der vorherige Punkt war Vergangenheitsbewältigung, aber dieser Punkt ist kein Punkt der Vergangenheitsbewältigung, auch wenn wir ein paar Monate später die Aussprache haben. Wir haben darüber in dem Unterausschuss eingehend gesprochen. Ich möchte hier vorbeugen, dass es so, damit nicht der Eindruck entsteht, da sei irgendwas liegen geblieben, sondern es ist so, dass der Bericht des Datenschutzbeauftragten liegt im Regelfall 8-9 Monate nach dem abgelaufenen Jahr dem Landtag als Drucksache vor. Und dann legt die Landesregierung ihre Stellungnahme vor. Und Staatssekretär Koch hat in dem zuständigen Gremium eingehend erläutert, dass es im Spätsommer und Herbst des Jahres 2015 zu gewissen Verzögerungen gekommen ist, weil die zuständige Abteilung durch die damalige Flüchtlingssituation mit anderen Fragen dermaßen ausgelastet war, dass die Bearbeitung der Stellungnahme des Datenschutzberichts ausnahmsweise mal nicht mit der gleichen Priorität bearbeitet werden konnte wie in den Vorjahren, wie das auch künftig wieder der Fall ist. Daher sollten wir die ganze Sache etwas runterzonen. Und er hat auch zugleich zugesagt, dass die nächste Stellungnahme uns schon eher ereilen wird. Das ist der erste Punkt, den ich voranstellen will zur Richtigstellung. Und der zweite Punkt ist, der auch nicht zur Legendenbildung taugt. Wer ist richtig? Wir haben im Unterausschuss Datenschutz auch über die
vorzeitige Freigabe von Stellen gesprochen. Der Unterausschuss hat mit breiter Mehrheit dafür votiert, die drei Stellen und dem Haushaltsausschuss empfohlen, die drei Stellen, die originär für die Arbeit, inhaltliche Arbeit des Datenschutzbeauftragten notwendig sind, jetzt auch sofort freizugeben. Und es ging um eine vierte Stelle. Es war eine reine Verwaltungstätigkeit, die auch hier im Landtag angesiedelt ist. Und da konnte auch auf Nachfrage des Kollegen Kaufmann, der eben sich auch die Mühe macht, mal nachzufragen und etwas höhere Detailtiefe und Detailkenntnis hat als manche andere, vielleicht konnte nicht erläutert werden, warum diese Freigabe jetzt sofort erfolgen muss. Und da ist aus meiner Sicht hat ein Haushaltsgesetzgeber auch konsequent zu halten, dann eben diese Frage noch einmal, jetzt kommt er auch rein, kann es selbst am besten erläutern, dann muss man so einen Punkt auch eben mal zurückstellen, bis diese Unklarheiten aufgeklärt sind und einfach so eine Carte Blanche für die allgemeine Verwaltung auszustellen, das kann nicht im Sinne der effektiven Kontrolle, das kann nicht im Sinne der Kontrolle der Verwaltung sein. Daher bin ich dem Kollegen Kaufmann ausdrücklich dankbar, dass er anders als andere dort auch einmal nachgefragt hat und dann nach einer Beratung und Abwägung dann mit uns gemeinsam dafür votiert hat, dass man drei dieser vier Stellen sofort freigibt. Jetzt aber noch in der zur Verfügung stehenden Zeit zum 43. Tätigkeitsbericht und der Stellungnahme der Landesregierung. Erfreulicherweise lässt sich erneut feststellen, dass Landesregierung und Datenschutzbeauftragter sich bei wesentlichen Punkten einig sind. Die bewährte Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren setzt sich fort. Kritikpunkte und Anregungen der Vorjahre wurden aufgenommen und aufgearbeitet, sodass insgesamt nur noch ganz wenigen Punkten oder ganz wenige Punkte nur noch zu erkennen sind, wo Landesregierung und Datenschutzbeauftragter möglicherweise noch nicht 100% beieinander sind, aber der Weg stimmt in jedem Fall. Mit Blick auf die EU hat Herr Prof. Ronellenfitsch schon einiges gesagt. Er hat auch schon in den vorherigen Berichten eingehend dazu Stellung genommen. Und ich bin ihm dankbar, dass er uns immer wieder auch in den laufenden Sitzungen sensibilisiert für die Fragen, die anstehen. Ich kann mich an dieser Stelle da kurz fassen. Es ist bekannt, mittlerweile wurde die Europäische Datenschutzgrundverordnung im Amtsblatt der Europäischen Union verkündet und gilt ab Mai 2018, also schon in einem guten Jahr, in allen Mitgliedstaaten. Über die Notwendigkeit einer solch umfassenden Regelung lässt sich trefflich streiten. Richtig ist aber auch, das haben Vorredner auch schon von verschiedenen Fraktionen gesagt, dass es natürlich auch Regelungsgehalte gibt, die einer europäischen Regelung bedürfen. Herr Prof. Ronellenfitsch hat es uns mehrfach dazu ausgeführt, dass er nicht für alle Bereiche diese Regelungsnotwendigkeit gesehen hat, insbesondere auch keine mögliche Absenkung des hessischen Niveaus natürlich für gut heißt. Und wir haben ihn dabei auch unterstützt. Was wir dann als hessischer Gesetzgeber daraus machen, das bleibt abzuwarten. Wir sind aber froh, dass wir auf Ihre inhaltliche Unterstützung dort zählen können. Sie haben auch davon gesprochen, dass den deutschen Verhandlungsteilnehmern im EU-Ministerrat vorgeworfen wurde, dass sie manchmal keine einheitliche Meinung haben oder auch manchmal zu den Bremser zählen, weil sie auch mal zu zweit auftreten, als Vertreter des Bundes und eben als Vertreter der Länder. Wir sind aber festzuhalten, dass aber das Hessen keineswegs Spielverderber ist beim Datenschutz, sondern diesen sehr, sehr ernst nimmt. Schon auch Ihre Vorgänger, Prof. Simitis und andere, haben sich dort verdient gemacht. Und in einzelnen Fällen, wo Hessen ein höheres Schutzniveau hat, schon in den landesrechtlichen Vorschriften, da wollen wir natürlich auch in Zukunft darauf achten, dass dieses hohe Schutzniveau so gut wie möglich auch in Zukunft erhalten bleiben wird im Lichte der europäischen Rechtsetzung. Verarbeitung und Speicherung von personenbezogenen Daten ist immer ein Thema. Insbesondere der öffentliche Bereich wird hier zu Recht auch kritisch beäugt. Und es ist stets eine Abwägung mit anderen schützenswerten Interessen erforderlich. Wie wir dem jetzt vorliegenden Datenschutzbericht entnehmen können, sind die sogenannten Bodycams grundsätzlich auch rechtmäßig. Ob die Frage des Umfangs wird weiterhin zu sprechen sein, aber das jetzt zu praktizierte Verfahren in Hessen ist jedenfalls eindeutig rechtmäßig und unterliegt keinen rechtlichen Bedenken und auch keinen datenschutzrechtlichen Bedenken. Und das greife ich exemplarisch heraus, weil es ein sensibler Bereich ist. Und hier ist es auch gelungen, offensichtlich einen guten Ausgleich zu finden zwischen den Interessen des Datenschutzes und dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. Innenminister und Datenschutzbeauftragte haben ja einen guten gemeinsamen Weg gefunden. Ein anderes Thema, das uns auch schon länger beschäftigt hat, ist der Umgang mit Akten. Es ist vielfältig schon angesprochen worden. Es gibt ganz besonders sensibel sind die Patientenakten. Ein ganz treffendes Beispiel war der Fall eines Krankenhauses, das nicht mehr in Betrieb ist, wenn dort die Patientenakten zurückbleiben. Das sind natürlich Dinge,
Die dürfen nicht sein, die müssen abgestellt werden. Dafür ist es gut, dass der Datenschutzbeauftragte hier den Finger in die Wunde legt. Meine Damen und Herren, Technik entwickelt sich kontinuierlich weiter. Für die Datenschutzbeauftragten stellen sich täglich neue Aufgaben und Fragen. Manche Technologien muss man erst neu erlernen. Aber die Rechtsfrage und der Rechtsrahmen der bleibt eigentlich immer der gleiche. Der Schutzgut der informationellen Selbstbestimmung ist abzuwägen gegen andere Schutzgüter wie Freiheitsrechten Dritter oder die effektive Gefahrenabwehr. Diese Abwägung im Einzelfall die ist manchmal schwierig, kann auch unterschiedlich ausfallen. Aber am Ende ist es doch eigentlich immer gelungen, dort einen guten Weg zu finden. Daher komme ich zum Schluss und kann nur feststellen, ich darf mich bedanken für die gute Zusammenarbeit, für die Beratung durch den Datenschutzbeauftragten, die effektive Kontrolle von privaten und öffentlicher Hand und Ihren Beitrag zur Gewährung eines Gleichgewichtes zwischen Freiheit und Sicherheit in unserem Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will nur der Ordnung halber darauf hinweisen, da wir bei Anwesenheit von Herrn Professor Nellenfitsch immer ein bisschen locker die Geschäftsordnung auslegen, dass es auch einen Bericht des zuständigen Ausschusses, werter Herr Ulloff, Sie haben das eben angesprochen, gibt. Und die Beschlussempfehlung heißt, der Unterausschuss Datenschutz empfiehlt dem Plenum einvernehmlich, den Tätigkeitsbericht zur Kenntnis zu nehmen und darüber eine Aussprache zu führen. Wir sind mittendrin. Ich wollte es nur der Ordnung halber noch einmal vortragen. Herr Professor Nellenfitsch, auch wir Freie Demokraten sagen natürlich herzlichen Dank für die Arbeit von Ihnen und von Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Es ist eine angenehme Pflicht als Parlamentarier dieses Hauses, den Rechenschaftsbericht, den Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten zur Kenntnis zu nehmen, zu lesen, darüber zu diskutieren und dann aber auch Ihre Darbietung hier im Hessischen Landtag mit großer Freude zur Kenntnis zu nehmen. Dieser 43. Bericht macht wieder deutlich, ich will das bewusst mal an den Anfang stellen, dass es mit dem Datenschutz in Hessen gut bestellt ist. Es wäre auch ein Unding, wenn das nicht der Fall ist, nach der Geschichte, die Datenschutz und das Land Hessen seit Ende der 60er Jahre miteinander vereint. Und trotzdem gibt es immer wieder Ausreißer, und alle meine Kollegen haben darauf schon hingewiesen. Deshalb werde ich jetzt mit einem Satz es schon belassen, wie im Bereich von Krankenhäusern, von Schließung von Standorten, wo man wirklich machtlos vis-à-vis steht, mit welcher Ignoranz Personen persönliche Akten irgendwo hinlegen. Und wenn man dann mit den Personen spricht, dann kommen so Ergebnisse wie, na ja, das war ja in einem Treppenhaus gewesen, und da durfte ja eigentlich gar kein Fremder rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl bei den Damen und Herren, die für die Krankenhäuser in Hessen zuständig sind, erwarten wir alle hier in diesem Hause. Und ich weiß, dass der zuständige Aufsichtsminister Stefan Grüttner das auch schon das eine und andere Mal kommuniziert hat. Werter Herr Minister, machen Sie es bitte noch einmal, weil es ist irgendwie unglaublich, welche Sensibilität dort nicht herrscht. Ich möchte, meine sehr verehrten Damen und Herren, mich ein bisschen versöhnlicher mit dem Thema Zeitablauf auseinandersetzen. Kollege Holschuh hat es etwas aggressiver getan. Ja, es dauert zu lange. Aber das haben wir doch am vergangenen Donnerstag gemeinsam im Ausschuss erörtert. Und wir haben einen, das darf ich hier berichten, einen einstimmigen Beschluss gefasst, wonach wir sowohl die Landesregierung wie auch den Datenschutzbeauftragten bitten, dass sie so zügig jetzt arbeiten, dass die Berichte von 2015 und 2016 gemeinsam beraten und hier in diesem Hause dann auch verabschiedet werden können. Wir sind also schon einen Schritt weiter, um noch zornig zu sein. Ich jedenfalls habe den Zorn in der letzten Woche schon wieder zur Seite gelegt. Es dauert zu lange. 257 Seiten hat der Datenschutzbeauftragte verfasst. Und
Die Landesregierung hat 15 Seiten dem entgegengesetzt und dazu eine lange, lange Zeit gebraucht. Abgehakt, jedenfalls dann abgehakt, Herr Innenminister, wenn Sie bzw. auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ihre Kollegen im Kabinett, ich weiß, wovon ich spreche, dann jetzt auch einhalten, dass wir das flott, den 16er dann auch von Ihnen bearbeitet bekommen, sodass wir diese gemeinsam im Herbst dieses Jahres hier erörtern können. Dritte Bemerkung. Da bitte ich um Verständnis für alle diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die bis vor einer halben, dreiviertel Stunde das Weltbild hatten, dass die Fachkollegen in der Fachschaft Datenschutz über alle Fraktionsgrenzen hinweg sich immer einig seien. Ich kann bestätigen, dass das so war. Ich habe eine große Hoffnung, dass es seit letzten Donnerstag um 11.15 Uhr auch wieder der Fall ist. Aber Sie müssen schon, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Kenntnis nehmen, dass es für diejenigen, die sich mit Datenschutz auseinandersetzen, eine irgendwie, ja, ich will mal sagen, fantastische Debatte im Haushaltsausschuss am Mittwoch gegeben hat, wo es auch nicht um die Fakten ging, sondern wo jedenfalls der eine und andere Abgeordnete der einen und anderen Fraktion irgendwie das Gefühl hatte, das sollte ein bisschen Breitseite geschossen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als Hessischer Landtag, Sie in Ihrer Mehrheit, haben beschlossen, dass der Datenschutzbeauftragte im Jahre 2017 wegen der Umsetzung europäischen Rechts zusätzliche Stellen bekommt. Sie haben diesen Beschluss gebunden. Und der Vorbehalt der Zustimmung musste durch den Haushaltsausschuss aufgehoben werden. Wie dann aber dort diskutiert worden ist, ich finde, das hatte wenig mit dem Datenschutz zu tun. Und ich bin sehr stolz darauf, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss dann auch meine Anregung, ich bin ja Vorsitzender dieses Unterausschusses Datenschutz im Hessischen Landtag, angenommen hat und die ganze Angelegenheit zur fachlichen Beratung in dem einen Tag später tagenden UID zu übertragen. Und dann haben wir uns ja wieder gefunden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Beihilfeprobleme, die die Kanzlei des Hessischen Landtages und oder der Datenschutzbeauftragte hat, die interessieren nun wirklich den Datenschutzausschuss nicht. Und deshalb habe ich dann auch mitgestimmt, dass jedenfalls die drei Stellen auch sämtlich freigegeben werden. Ich appelliere an Sie alle, dass wir das jetzt auch zügig tun. Wir als Freie Demokraten könnten das noch in einer Sondersitzung am heutigen Tage machen. Aber es reicht auch aus, wenn sie in der nächsten ordentlichen Haushaltsausschuss durchgeführt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da Kollege Kaufmann ja anwesend war im Datenschutzausschuss und wir ein bisschen Erwachsenenbildung zum Thema Datenschutz mit ihm machen konnten, sehe ich da auch keine Probleme mehr. Letztes Thema, und das macht mir am meisten Sorge, ist die Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung in hessisches Recht. Ich mache es jetzt, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit habe, sehr verkürzt. In Europa wird gebündelt. Ob das nun Fresssucht ist, auf alle Fälle ist es nicht Magersucht, was in Europa gerade durchgeführt wird. Eins ist darüber hinaus klar, dass wir in Hessen ein ganz besonders hohes Datenschutzniveau haben. Das wiederum wurde aber in Europa auch durchgesetzt, dass man das halten kann, wenn man eine Zweijahresfrist der Umsetzung beachtet. Also, um es verkürzt zu formulieren, wenn wir unsere vielen datenschutzrechtlich viel positiveren Dinge haben wollen, und das trifft das Beamtengesetz, die Gemeindeordnung, das Gleichberechtigungsgesetz, übrigens auch das Landtagswahlgesetz, Umweltinformationsgesetz und so weiter und so fort, 31 Normen, dann müssen wir uns sputen, dass wir bis zum April des nächsten Jahres die Änderungen in diesem Hause in zweiter, dritter, wie auch immer Lesung verbindlich abschließend beschlossen haben. Ansonsten gilt nämlich das niedrigere Niveau, das Europa uns vorschreibt. Und hier, finde ich, ist die Landesregierung, um es diplomatisch auszudrücken, sehr zögerlich. Es liegt nicht ein einziger Gesetzesänderungsvorschlag bisher vor. Da sind die ja sogar im Bund schon weiter. Die haben schon den dritten Entwurf. Ob der nun gut oder schlecht ist, darüber streiten wir uns dann bitte ein anderes Mal. Aber jedenfalls ist die Vorarbeit geleistet. Deshalb mein dringender Appell an die Landesregierung und auch an den Ministerpräsidenten. Datenschutz war in Hessen seit Ende der 60er Jahre immer ein ganz besonderes Thema. Jetzt dürfen wir es nicht durch Untätigkeit verpennen. Und wir haben ein halbes Jahr von den zwei Jahren bereits verloren. Also ran an die Arbeit. Vielen herzlichen Dank. Nächste Mal. Okay.
Meine Damen und Herren, es liegen mir keine Worte mehr. Doch, hier, der Kollege Frömmrich ist noch zu Wort. Sie haben das Wort für die Fraktion Die Grünen. Was tun Sie jetzt? Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich möchte mich dem Dank des Hauses, das hier schon vorgetragen worden ist, anschließen. Vielen Dank, Herr Prof. Rinellenfitsch, für die Vorlage dieses Berichts, aber auch insbesondere an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres Hauses. Der eine oder andere sind hier auf der Tribüne und folgen der Veranstaltung. Für Ihre hervorragende Arbeit in der Vergangenheit und für die Vorlage dieses Berichts sagen wir als Fraktion herzlichen Dank an Sie und an Ihre Mitarbeiterinnen. Sie haben wie immer einen prägnanten Bericht vorgelegt. Er gibt einen guten Überblick, das ist hier schon gesagt worden. Und er ist sehr unterhaltsam hier dem Hessischen Landtag vorgetragen worden. Und das, finde ich, zeichnet die Debatten über Ihre Berichte hier im Hause immer aus. Und ich möchte am Anfang vielleicht doch auf das ein oder andere eingehen, wo hier so ein paar komische Zwischentöne reingekommen sind. Ich glaube, es gibt in diesem Hause viele Möglichkeiten, sich hinlänglich zu streiten. Und ich fand es eigentlich immer, der Kollege Hahn hat es gerade auch gesagt, dass wir im Bereich des Datenschutzes eigentlich eine große Einhelligkeit hatten und dass für uns alle der Datenschutz eine große Rolle spielt. Und deswegen finde ich, sollten wir auch da eher gemeinsam arbeiten und eher uns für die Ziele und für die Errungenschaften des Datenschutzes einsetzen, als uns hier in kleinkarierte Grabenkriege zu begeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Datenschutz in Deutschland, der Datenschutz in Hessen, der Datenschutz in Europa ist so vielen Anfeindungen ausgesetzt. Deswegen sollten wir hier, finde ich, Geschlossenheit demonstrieren. Zweiter Punkt. Der Datenschutzbericht ist natürlich etwas, hat natürlich etwas lange gelegen. Staatssekretär Koch hat erklärt, warum das so ist. Ich glaube, das ist auch nicht angemessen. Aber es gibt dafür Gründe. Im Gegensatz zu einem guten Wein wird er dadurch nicht besser, dass er lange liegt, sondern er gerät dadurch ins Hintertreffen, und die Aktualität ist nicht gegeben. Aber die Landesregierung, Staatssekretär Koch, hat ja zugebilligt und hat ja zugesagt, dass das in Zukunft anders werden will. Dritte Vorbemerkung. Ich finde, auch in der Frage der Mittelbereitstellung und in der Frage der Personalbereitstellung, finde ich, sollten wir doch auf den Teppich bleiben. Und der Kollege Holschuh hat das hier vorgetragen, der ja sonst ein sehr geschätzter Kollege ist. Ich finde, man sollte hier auch nicht, überziehen. Die Mittel für die Stellen sind im Haushalt 2017 bereitgestellt. Drei Stellen sind auch im Unterausschuss Datenschutz, der Unterausschuss Datenschutz hat sich dafür eingesetzt, dass diese Stellen freigegeben werden. Und wenn man einen Blick in das Protokoll, ich war bei der Sitzung selber nicht anwesend, aber in das Protokoll sieht, da wird man nachlesen können, der Unterausschuss Datenschutz beschließt, dem Haushaltsausschuss zu empfehlen, die A14-Stelle zur Verstärkung der Abteilung Informationstechnik und die zwei A13-Stellen zur Verstärkung der Sachbearbeitung in den juristischen Referaten freizugeben. Zitat zu Ende. Also, da kann man doch nicht allen Ernstes sagen, dass hier der Hessische Landtag die zuständigen Stellen verweigert hat. Da finde ich, sollte man auf dem Teppich bleiben. Vierte Vorbemerkung in Richtung des Kollegen Hahn. Ich finde, der Kollege Kaufmann hat nicht Erwachsenenbildung notwendig. Der Kollege Kaufmann macht das, was ein Haushaltspolitiker machen sollte. Er hat nämlich im zuständigen Ausschuss Nachfragen gestellt und hat sich, das ist seine Aufgabe, hat sich kundig gemacht, aus welchen Gründen welche Stellen bereitgestellt werden sollen und wie sich das verhält. Diese Debatte ist dort geführt worden. Das hat Herr Kaufmann gemacht. Und ich finde, Sie sind ja selber auch, Herr Kollege Hahn, im Haushaltsausschuss, und Sie sind ja auch Haushälter. Von daher finde ich, ist es aller Ehren wert, dass sich die Haushälter auch um das Geld dieses Landes kümmern, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es sind bewegte Zeiten für den Datenschutz. Die Diskussion im Bereich der inneren Sicherheit, die neue Datenschutzgrundverordnung und deren Umsetzung in Deutschland, die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche, Datensammler wie Facebook, Google, Amazon, der Hunger auf immer neue Nutzerdaten haben, sowie Big Data sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass der Datenschutz vor immer größeren Herausforderungen steht. Gerade für uns in Hessen, die wir mit dem Datenschutzgesetz Vorreiter waren, stellt das vor eine besondere Aufgabe. Wir haben in Hessen ein hohes Datenschutzniveau. Darauf sind wir zu Recht stolz. Dieses Niveau gilt es zu verteidigen. Sehr geehrter Herr Ronellenfitsch, Sie haben uns hierbei Ihre Unterstützung zugesagt. Diese Unterstützung nehmen wir gerne an, und wir werden auch in Zukunft in diesen Fragen immer wieder auf Sie zukommen und werden Ihren Rat natürlich auch annehmen, meine Damen und Herren. Gerade in einer Zeit, in der viel über die innere Sicherheit geredet wird, über Terror, über Gewalt, müssen wir zusehen, dass wir die Balance zwischen innerer Sicherheit auf der einen Seite, die wir als Staat zu gewährleisten haben, aber auch der Freiheit, dass wir diese Balance bewahren. In Anbetracht der Kürze der Zeit möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf einige Punkte des Berichts einzugehen. Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung durch den Bund und das Land ist wohl eine der großen Herausforderungen. Wir müssen da sehen, dass wir unsere hohen Standards, die wir auch hier in Hessen haben, erhalten und dass die Länder in dieser Frage nicht unter die Räder geraten. Es gibt hier bereits eine Arbeitsgruppe der Länder, an der Hessen mitwirkt. Entscheidend ist aber, dass wir ein gutes, eigenständiges, kreatives hessisches Datenschutzgesetz behalten und trotzdem die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllen. Das ist keine leichte Aufgabe, aber wir sollten das sehr eng mit Ihnen abstimmen, Herr Prof. Ronellenfitsch. Ihre Mitwirkung und Ihre Mitarbeit und die Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird hier ein wichtiger Baustein im Gesamtkonstrukt sein. Um unser hohen hessischen Standard weiter zu bewahren. Daher sind wir froh, dass Sie sich auf EU-Ebene auch weiterhin für Hessen einsetzen. Wir haben daher in der Vergangenheit für eine gute Ausstattung Ihrer Behörde gesorgt, wie der Haushalt 2017 zeigt und wie wir gerade auch im Bereich des Personals erläutert haben. Der Bericht geht auch auf weitere Themen ein. Dazu zählt der Umgang mit Patientenakten in geschlossenen Krankenhäusern. Dazu ist gerade auch schon gesagt worden, der Dauerbrenner Wildkameras, Datenschutz in Kraftfahrzeugen und auch die in Hessen eingeführte Bodycam. Sie haben da gerade auch noch einmal etwas zugesagt. Gerade Letzteres ist aus unserer Sicht bislang, wie ich meine, eine Erfolgsgeschichte, bei der Sie uns eng begleitet und beraten haben. In Gesprächen mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wird deutlich, dass diese Kameras die von uns erhofften präventiven und deeskalierenden Wirkungen haben. Die Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geht bei diesen Einsätzen zurück. Und das, finde ich, ist eine gute Nachricht, meine Damen und Herren. Wir müssen uns bei all den vor allem auf Bundesebene diskutierten Maßnahmen, aber auch sehr aufmerksam den Datenschutz beachten. Wir dürfen uns von Terroristen und von Menschen, die unsere Freiheit bedrohen, nicht sozusagen ihre Lebensweise aufoktroyieren lassen. Und wir müssen schauen, dass wir weiter in unserer freien und offenen Gesellschaft leben. Das ist uns sehr wichtig. Freiheit und Sicherheit sind nämlich keine Gegensätze, sondern bedingen einander. Hier möchte ich ein Zitat mit einem Zitat von Ihnen schließen. Sie haben einmal gesagt, wir haben nicht nur einen Schönwetterdatenschutz, sondern auch einen Datenschutz für Krisenzeiten. Dem stimme ich ausdrücklich zu. Ich danke Ihnen für die Vorlage Ihres Berichts und danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die engagierte Arbeit. Das Wort hat der Herr Minister Beuth.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich knüpfe an dem letzten an von Herrn Kollegen Frömmrich. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Prof. Ronellenfitsch, bei Ihnen persönlich, bei Ihrer Behörde und bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit für das Land Hessen. Herzlichen Dank dafür. Der 43. Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten verzeichnet erneut keine gravierenden Verstöße. Sie haben das vorhin, Herr Prof. Ronellenfitsch, mit Langeweile mal ein bisschen skizziert. Ich sage, wenn es keine gravierenden Verstöße gegen das Datenschutzrecht durch die Behörden der Landesverwaltung gibt, dann ist das ein gutes Zeichen, und dann nehmen wir die Langeweile einer solchen Debatte gerne hin, meine Damen und Herren. Das ist gut so, und das liegt daran, dass der Datenschutz für die Landesregierung eben auch eine hohe Bedeutung hat. Aus diesem Grunde beteiligt die Landesregierung den Datenschutzbeauftragten bzw. seine Dienststelle frühzeitig an allen Vorhaben mit datenschutzrechtlicher Bedeutung. Daraus hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt, in der der Datenschutzbeauftragte und seine Mitarbeiter häufig eher beratend als mahnend wirken. An dieser Stelle, wie gesagt, ein herzliches Dankeschön für diese gute Zusammenarbeit im Namen der kompletten Landesregierung. In den wichtigen Fragen des Datenschutzes gibt es auch keine Meinungsdifferenzen zwischen dem Beauftragten und der Landesregierung. Die Landesregierung kann daher in ihrer Stellungnahme zum 43. Tätigkeitsbericht bei der weitaus überwiegenden Zahl der angesprochenen Themen der Auffassung des Datenschutzbeauftragten schlicht zustimmen. Es wurde bereits die Zeit zwischen der Veröffentlichung des Tätigkeitsberichts und der Vorlage der Stellungnahme der Landesregierung angesprochen. Für die Vorlage der Stellungnahme zum 43. Tätigkeitsbericht ist mehr als ein Jahr verstrichen. Meine Damen und Herren, hier brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Das ist schlichtweg zu lang. Wir werden daher geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Frist zukünftig zu verkürzen. Wunder werden wir zwar nicht vollbringen können, da die Aufbereitung oder Aufarbeitung des Sachverhalts stets Zeit benötigt, insbesondere wenn mehrere Ebenen der Verwaltung und mehrere Fachressorts zu beteiligen sind. Aber wir wollen und wir werden schneller fertig werden. Das will ich hier noch einmal deutlich sagen. Das bestimmende Thema im Bereich des Datenschutzes ist jedoch derzeit die Umsetzung der EU-Datenschutzreform im Bund und in Hessen. Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, Ihnen kurz zu berichten, woran die Landesregierung zurzeit arbeitet und was auf den Landtag noch zukommen wird. Das Reformpaket der EU besteht aus zwei Rechtsakten, die beide im Mai 2016 in Kraft getreten sind, aber unterschiedliche Rechtsfolgen für das Land haben. Das ist zunächst die Datenschutzgrundverordnung, die den Datenschutz in der gesamten EU einheitlich sowohl für die Privatwirtschaft als auch für die öffentliche Verwaltung regelt. Sie gilt ab Mai 2018 als unmittelbares Recht in allen Mitgliedstaaten der EU und verdrängt das nationale Datenschutzrecht. Aus diesem Verdrängen ergibt sich die Notwendigkeit, unsere Gesetze anzupassen. Wenn wir das nicht machen, dann wäre in jedem einzelnen Anwendungsfall zu prüfen, ob unser weiterhin geltendes Gesetz der EU-Verordnung widerspricht und deshalb nicht mehr anwendbar ist. Das wäre äußerst aufwendig, fehlerträchtig und mit erheblicher Rechtsunsicherheit verbunden. Der Bund hat das Bundesdatenschutzgesetz, das den Datenschutz in der Privatwirtschaft und für die Bundesverwaltung regelt, sowie die Fachgesetze des Bundes an die EU-Verordnung anzupassen. Wir in Hessen müssen das hessische Datenschutzgesetz und die Datenschutzbestimmungen in den Fachgesetzen auf Übereinstimmung mit der EU-Verordnung überprüfen. An dieser Prüfung arbeitet die Landesregierung zurzeit. Aufgrund der Zuständigkeit für das allgemeine Datenschutzrecht, also das hessische Datenschutzgesetz, fällt dabei dem Innenministerium die Federführung zu. Aber alle Ministerien und die Staatskanzlei sind beteiligt und überprüfen jeweils die ihrer Zuständigkeit obliegenden Fachgesetze. Das Reformpaket der EU hat aber noch einen zweiten Baustein, die sogenannte JI-Richtlinie. Schon im Hinblick auf die Zeit erspare ich Ihnen hier die volle und korrekte Bezeichnung dieses EU-Rechtsaktes. Wichtig ist, dass diese Richtlinie den Datenschutz für die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei regelt. Da es sich um eine Richtlinie handelt, muss sie vom Land in das Landesrecht umgesetzt werden, was ebenfalls
bis Mai 2018 zu geschehen hat, da das Land andernfalls EU-Recht verletzen würde. Die zur Umsetzung der JI-Richtlinie notwendigen Vorschriften müssen in das HSOG, also in unser Sicherheitsgesetz, und teilweise in das Hessische Datenschutzgesetz eingefügt werden. Das ist die zweite Aufgabe, die uns die EU-Datenschutzreform gestellt hat und an der im Innenministerium zurzeit gearbeitet wird. Leider stellen sich bei der Umsetzung beider EU-Rechtsakte eine Vielzahl komplizierter Auslegungsfragen, was angesichts von 4 Jahren fachlicher und politischer Beratung des Reformpakets auf EU-Ebene nicht wirklich überrascht. Weil diese Auslegungsprobleme alle Länder und den Bund in gleicher Weise betreffen, ich glaube, Herr Kollege Frömmrich hatte das schon angesprochen, arbeiten die Länder untereinander und zusammen mit dem Bund seit dem Inkrafttreten der EU-Rechtsakte in den Gremien auf Fachebene zusammen. Das Hessische Innenministerium ist dort entsprechend auch beteiligt. Soweit der Sachstand. Jetzt, wie es weitergeht. Im Innenministerium werden wir einen Gesetzentwurf erarbeiten, der sowohl die Anpassung des Hessischen Datenschutzgesetzes an die Datenschutzgrundverordnung vornimmt, als auch die notwendigen Vorschriften zur Umsetzung der JI-Richtlinie in das HSOG bzw. das Datenschutzgesetz einfügt. Darüber hinaus streben wir an, auch die notwendigen Anpassungen in den Fachgesetzen in diesen Gesetzentwurf zu integrieren. Es ist unser Ziel, dem Hessischen Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das EU-Datenschutzreformpaket vollständig in das Landesrecht umsetzt, damit wir in Hessen im Mai 2018 eine mit dem EU-Recht konforme und klare Rechtslage haben. In dieser kurzen Zusammenfassung habe ich nicht alle Nuancen des Umsetzungsvorhabens darstellen können. Das hätte den Rahmen auch gesprengt. Insbesondere habe ich auf Ausführungen zur Behörde des Datenschutzbeauftragten selbst verzichtet, die in doppelter Weise durch die EU-Datenschutzreform betroffen ist, nämlich sowohl hinsichtlich der Organisation der Behörde als auch was den Vollzug der neuen Vorschriften betrifft. Ich habe im Hinblick auf die Stellung des Hessischen Datenschutzbeauftragten als von der Landesregierung völlig unabhängige Behörde darauf verzichtet. Ich will aber darauf hinweisen, dass der zuvor erwähnte Gesetzentwurf auch Regelungen zum Hessischen Datenschutzbeauftragten und seiner Behörde enthalten wird, darunter auch neue Bestimmungen, die durch die EU-Reform notwendig werden. Ich möchte deshalb an dieser Stelle klarstellen, dass wir die entsprechenden Regelungen in enger fachlicher Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten erarbeiten werden. Es bleibt, meine Damen und Herren, neben fristgerechter Bearbeitung der Tätigkeitsberichte 44 und 45 eben auch gesetzgeberisch viel Arbeit. Ich bedanke mich dabei für die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, die sich dieser Aufgabe hier im Hause widmen, dem Datenschutzbeauftragten und seinen Mitarbeitern besonders herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, es liegen mir keine Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache zum Bericht des Herrn Datenschutzbeauftragten erfolgt. Lieber Herr Prof. Nellenfitsch, vielen Dank für Ihre Anwesenheit, für Ihren Bericht. Einen guten Tag und viel Glück beim Datenschutz. Zurückgezogen.